Seit fast einem Jahr ist kein Regelbetrieb mehr möglich. Seit über 5 Monaten ist wegen des Lockdowns das Museum geschlossen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis weit in April hinein wird es immer schwieriger, alleine die Fixkosten für das von uns betriebene Museum zu tragen. Seit Beginn der Corona-Krise bis März 2021 sind alleine Fixkosten von knapp 25.000 Euro für das Museum angefallen. Die Fixkosten beinhalten dabei keinerlei Gehälter, sondern nur die Miete und laufende Kosten. Von Vermieterseite gibt es kein Entgegenkommen, außer dass wir ausziehen könnten. Staatliche Hilfen laufen zwar an, geben aber keine Sicherheit, dass nicht irgendwann ein Großteil davon wieder zurückbezahlt werden muss. Aus Definitionsgründen unseres Gewerbes ist dieses bereits schon einmal passiert. In unseren Hauptjobs arbeiten wir leider auch in der Corona-bedingt nicht mehr existierenden Eventpressebranche. Durch das unglaubliche Ergebnis der letzten Unterstützergalas konnten wir immerhin einige Löcher stopfen und haben das Jahr 2021 erreicht. Mit dieser Gala wollen wir verhindern, nicht auf den letzten Metern noch zu scheitern. Keiner weiß ja, wann und in welcher Form es wirklich weitergeht. Auf den Staat können wollen wir uns nicht verlassen. Ohne die Community hätten wir bereits im Herbst letzten Jahres aufgeben müssen. Die Ostergala, die hier gerade läuft, besteht aus voraufgezeichneten Panels, die aber von Live-Panels unterbrochen werden. Wir bitten heute weiter um Spenden für den Erhalt unseres Museums und bieten auch unsere neue Retro-Card als Zeichen der Unterstützung unseren Zuschauern und Teilnehmern an. Alle Informationen, wie man uns helfen kann, findet man unter www.retrospieleclub.de/Hilfe. Die Retro-Card ist wie erwähnt eine Möglichkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Retro-Kosmos und als Unterstützung für unseren Retro-Spieleclub zu setzen. Die Karte, die in Größe und Dicke einer Kreditkarte mit geprägter Nummer ähnelt, kann man bei uns normalerweise für eine Einmalzahlung von 10 Euro mit dreistelliger Wunschnummer für 20 Euro erhalten. Für diese Ostergala vereinfachen wir das Ganze etwas. Jeder, der mindestens 15 Euro über PayPal spendet, kann auf Wunsch eine Retro-Card bekommen. Eine Wunschnummer kann angegeben werden. Wenn diese frei ist, bekommt er sie. Ansonsten erhält man automatisch eine fortlaufende Nummer. Bitte schickt zusätzlich eine Mail an mail@retrocomfort.de mit Kopie der PayPal-E-Mail und Anschrift. Dieses ist notwendig, denn nur so können wir sicher sein, dass euch die Retro-Card auch wirklich erreicht. Einen Steam-Key kann jeder bekommen, der uns etwas spendet. Auch da bitte zur Sicherheit eine kurze Mail an uns, da wir niemanden vergessen möchten. Jeder, der uns heute ein Abo bei YouTube oder Steady hinterlässt, erhält ebenfalls auf Wunsch einen Steam-Key. Die aktuellen Spendenstände werden nur während der Live-Sendung aktualisiert. Wir geben wieder die Tage an, für die die Fixkosten gedeckt werden können. Pro Tag haben wir ca. 50 Euro Fixkosten im Museum, sowie die Anzahl der herausgegebenen Retro-Cards. Alle voraufgezeichneten Panels sind Erstausstrahlung. Bitte habt Verständnis, dass wir vor allem in der Nacht nicht durchgängig im Chat agieren können. Der aktuelle Ablauf der Gala wird regelmäßig eingeblendet. Vielen Dank an alle, die uns auch heute unterstützen. Und natürlich auch an alle, die uns seit Beginn der Corona-Pandemie geholfen haben. Lasst uns gemeinsam Retro-Kultur retten. Unser Museum soll wieder ein Treffpunkt von interessierten Besuchern sein, die mit einer Reise in die Vergangenheit etwas Neues erfahren können oder sich an ihre eigene Vergangenheit erinnern möchten. Eine Veranstaltung für alle Unterstützer wird es 2021 auch geben, sobald wir wieder donnerstags unser Open-House-Abend ohne Einschränkung durchführen dürfen. Jeder, der uns 2020 oder 2021 finanziell unterstützt hat, bekommt mindestens einmal einen kostenlosen Eintritt in die Location gegen Vorlage des PayPal-Beleges an einem Open House. Mit euch gemeinsam schaffen wir das. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin Sebastian oder auch Dark Metatron und willkommen zu meinem kleinen Beitrag für die Gala, für den Retro-Spiele-Club, für die Event-Location, die uns ja alle so am Herzen liegt. Naja, und da habe ich mir gedacht, springe ich jetzt doch auch mal ein und nutze das doch mal, die Gelegenheit, mich hier doch mal zu Wort und zu Video und zu Bild zu melden. Ja, mein Beitrag ist mal ein Japan-Rollenspiel. Die kommen ja leider ein wenig zu kurz im ganzen Retro-Kompott-Universum. Die ist ja leider nicht so sonderlich beliebt, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise die lohnen sich natürlich auch, sie sind natürlich auch für die ganzen Videoformate und sowas auch eher schlecht, weil die doch eher lang sind. Deswegen, ja, was ich euch heute präsentiere in diesem Video Sinn ist halt Luna Silverstar, beziehungsweise genau genommen die 4 unterschiedlichen Versionen für die unterschiedlichen Systeme,
die es von dem Spiel gibt. Natürlich kann ich die halt nicht komplett in ihrer ganzen Fülle zeigen. Das sind halt, wie gesagt, die Spiele jeweils sind mehrere 10 Stunden lang. Das kann ich natürlich so jetzt hier. Das wäre selbst für ein Retro-Kompott-Video etwas deutlich zu lang, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 250 Stunden oder so ein Video machen würde. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, ich präsentiere so ungefähr eine halbe Stunde, so die erste halbe Stunde von jedem Spiel, je nachdem. Und ja, kommen dann nacheinander die Spiele in der entsprechenden chronologischen Reihenfolge dran. Es beginnt mit der Version für Sega CD, das Luna the Silver Star. Danach kommt die erweiterte PlayStation-Version, das Luna the Silver Star Story Complete. Dann die Game Boy Advance-Version, Luna Legend. Und zum Schluss, aber, kommt die Version für die PlayStation Portable, das Luna Silver Star Harmony. Ja, und ich meine, ich denke, viel mehr muss ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Die Spiele haben eine wunderschöne Anime-Optik. In der GBA-Version leider nicht ganz so. Wie gesagt, da sind die Videos rausgefallen und halt nur durch Standbilder und Text ersetzt worden. Gut, das ist natürlich beim GBA und den Cartridges ein wenig erklärlich. Schade ist es halt trotzdem. Naja, und Spiele erzählen, ja, oder spielen in einer Fantasy-Welt, in einer ja, mittelalterlichen, typischen mittelalterlichartigen Fantasy-Welt, in der es Magie gibt. Und die Welt spielt halt auf einem Mond, der einen blauen Planeten umkreist, in Ähnlichkeit zur Erde, und unser Mond ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber im Spiel werden halt die Welten eigentlich nur Luna und The Blue World, also Luna und die blaue Welt genannt. Und ja, die eigentliche Geschichte ist halt, dass, beziehungsweise die Vorgeschichte dieser Welt, die Sache ist halt, dass der blaue Planet, die blaue Welt ist wohl durch Kriege oder andere Katastrophen, so genau wird das, glaube ich, gar nicht erläutert, unbewohnbar geworden. Und die Göttin Athena hat dann halt einen Teil des Mondes dieser Welt mit einer, ja, in einen, so verändert, dass sie halt Leben, dass sie halt eine grüne lebenserhaltende Welt ist, und hat halt dann einige der Menschen mittels ihrer göttlichen Macht, ihrer göttlichen Magie halt dann auf den Planeten geführt, wo sie dann halt, wie gesagt, seitdem halt leben und, wie gesagt, die Göttin Athena halt anbeten, und sie hat aber halt dafür auch von ihr beschützt werden. Ja, das ist soweit die Vorgeschichte so dieser Welt. Und ja, ich denke, das war's dann dafür erstmal, für diese Vorgeschichte. Und ich denke, dann beginnen wir doch direkt mal mit dem Originalspiel, dem Luna the Silver Star. Ja, viel Spaß dabei. So, wir beginnen nun mit Luna the Silver Star, dem ja, Original für das Sega CD. Mit dem super Intro, das diese Spiele alle haben. Sag mal mit Ton.
Dann drücken wir doch mal Start, um loszulegen. Mal zeigen, aber das überspringen wir. Und unseren ersten Gefährten und dann gehen wir noch mal los. Schauen wir mal, was passiert. Einem Drachen seinen Diamanten zu klauen, das warum nicht? Stimmt, eine super Idee. So, schauen wir doch mal. Was ist hier aus der Stadt rausgehen? Again. Did Ramus ever find you? You know, he seemed really anxious to track you down. But then he's probably hatching another harebrained scheme. Well, anyway, let's just practice our song for the festival. La. So strange. Is something bothering you? You can tell me. Alex, please tell me what's wrong.
Yay, unser zweiter Begleiter in der Party. Geht doch schon mal ganz gut. Mal dafür diese Kiste im Keller finden. Ich will nur wissen, welches unser Haus ist. Nein. Sehen wir doch mal dieses Haus aus. Ich habe meine Tasten. Ah, und da ist sie auch schon, die Kiste. Natürlich sie verschlossen, wäre ja auch sonst zu einfach. Kein Schlüssel für mich. Der Schlüssel. Hier braucht nach Bildschirmwechsel immer einige Sekunden, bis es wieder Tastatur einnimmt. Ich weiß nicht, ob das an dem Emulator liegt, den ich jetzt hier nutze. Ob das so im Spiel ist. So. Dann sind wir jetzt vier. Und wollte ich nicht zurück. Vermutlich ist es das Gebäude da unten. Also schauen wir doch mal. Auch nicht.
Wegner. Man kann in dem Spiel auch sagen, dass halt der Computer selber kämpfen soll. Klappt bei einfachen Gegnern auch relativ gut. Doch hier unten. Ach, okay, also wieder zurück, den ganzen Weg. Jetzt kommen sie aber in Massen so. Schauen wir doch mal. Ne, er hat keine Magie.
Level up. Wird hier auch Zeit. Langweilte Ehefrau, ihre Großstadt auch wie Mathe. Eine Göttinnenstatue irgendwo. Und auf ein neues.
Kannst ja nicht jeden Kampf kämpfen. Und auf in die Hölle. Starring. Ein Schild, das ist doch. Schmecken. Heilen. Angesichts vielleicht keine gute Idee, immer wegzurennen, aber das ist hier nur ein kurzes Anspielen. Erfahrung nicht ganz so wichtig, aber. Irgendwann merke ich mir, wie die Knöpfe sind. Ganz normal den Computer machen. Schauen wir doch mal, wie er sich schlägt. Ich bin sehr beeindruckt.
Schade eigentlich. Oh. Hübsche blaue Augen. My friends, you are the first adventurers to visit me in a long time. I am Quark, Tetrarch of the Dragon Tribe. You have journeyed far, and now you have arrived at my lair. It's a journey few have survived. Your mission must be urgent. Ein Ring, das ist doch mal. Den Price of Manhood erringen. Preis der Männlichkeit oder so. Klingt ja mal interessant. Equippen. Tatsächlich. Und den Dragon Diamond. Und auch direkt mal. Jetzt gehen. Das war es eigentlich, die erste Quest sozusagen, die erste Höhle und ja, der Beginn der Reise als Dragon Master in Luna Silverstar. Ja.
So weit, so gut. Dann können wir uns ja... Oh, nee, mal Ton aus. Kommt als nächstes die PlayStation dran. Und... Ja, meine persönliche Lieblingsversion eigentlich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Na dann, bis gleich. So, dann wären wir jetzt hier bei Luna Silver Star Story Complete, dem, ja, der Umsetzung, beziehungsweise der erweiterten Umsetzung, um genau zu sein, von Luna Silver Star auf die PlayStation 1. Und wie gesagt, das Spiel, mit dem ich halt sehr viele schöne Erinnerungen verbinde, weil es halt das war, mit dem ich halt damals in die Welt von Luna eingetaucht bin und all die ganzen Abenteuer erlebt habe. Und ja, wie man ja schon gesehen hat, diese Version hat natürlich schon deutlich bessere Full-Motion-Video-Anime-Sequenzen. Ja, und für das Intro noch, wie man gleich im Spiel ein wenig sehen wird, für die Sequenzen innen drin. Natürlich inzwischen merklich gealtert. Man sieht natürlich die Kompressionsartefakte und andere Sachen, die natürlich jetzt sehr, sehr deutlich ist, ja auch in den höheren Auflösungen zutage treten. Aber es ist immer noch halt eigentlich ein wunderschönes Spiel. Und ja, na dann, dann legen wir doch mal direkt los. Ja, nee, das Intro muss jetzt nicht nochmal. So, wie gesagt, dann legen wir doch jetzt mal direkt los. Game und starten wir doch mal. I don't remember when it started exactly, but the dream of having a fantastic adventure in far-off places grabbed my heart early and is yet to let go. You see, my hero is Dragon Master Dine. Outside my village, there's a monument made in his honor. His adventures were the most fantastic of all. Fighting evil, risking death, protecting the goddess Althina. It's all so, so exciting. One day, I want to have adventures like that. But excitement of that kind is a long way from Berg.
Oh, hello, Nah. Alex, couldn't you hear me? I've been flying all over for the last half hour calling for you. But I should have known you'd be here. Oh, Nah. Where else would I be? In honor of the great Dragon Master, Dain. I know that Dain was probably the greatest of the four heroes, Alex, but I'm amazed that you never get tired of coming to stare at his dull monument. Oh, shoot. I just remembered. We better go meet Luna to practice singing. If we're late, she'll be upset. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the dragon's cave, there isn't any time to waste getting started on our big adventure. If we hurry, we may be able to sneak in without waking the dragon. Then we can get a fantastically huge diamond from its lair worth thousands and thousands of silver, making us filthy, stinking rich, and very popular in the process! Silly? Were you whittling away the morning at Dain's monument again? Or were you planning more make-believe adventures with Ramus?
kann das wohl sein? Göttinnenstatue. Sehr praktisch, um mich zu heilen. Gewesen, aber. Eine Schleuder. War schön, dass wir in diesem Spiel auch mal eine Waffe für Luna bekommen. Und wir ja auf dem Sega erstmal nur den Dolch gefunden hatten. Haben wir auch direkt bekommen. Mal sehr praktisch. Mutter hier, so. Und ab in den Keller. PlayStation ist spendabler. Nicht nur eine Kiste wie auf dem Sega. Items rüber. Sieht doch gut aus. Rüstet und bereit.
Für die Reise. Da ist auch schon. Falsche Richtung. Deutlich einfacher zu finden hier. Hurra! Auch hier kann man wieder den Computer kämpfen lassen oder verschiedene Taktiken auswählen. Aber ja, warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind, dann speichern wir halt. Nicht meine Absicht, aber gut. Ja, sehr schön ist auch, dass man hier die Gegner sieht. Da kann man den Gegner noch aus dem Weg gehen, aber... Okay, wir sind scheinbar zu dumm zum Abhauen.
Also müssen wir wohl kämpfen. Hurra, geschafft. Haben wir zum Glück die Angels hier. Oha.
Ich stelle mich heute aber auch an bei dem Spiel. Ja. Egal. Nicht genug Magie. Der Schwierigkeitsgrad hier in dem Spiel hat deutlich angezogen, aber dafür kann man, wie gesagt, den Gegnern aber auch manchmal aus dem Weg gehen. Thank you.
So, manchmal gedacht, kann man die Gegner auch schon ein bisschen geschickt weglocken. Gegen die jetzt nicht unbedingt kämpfen soll, das ist auch noch eine Kiste. Oh. Natürlich, direkt zwei von den Viechern. My friends,
are the first adventurers to visit me in a long time. I am Korok, Tetrarch of the Dragon Tribe. You have journeyed far, and now you have arrived at my lair. It's a journey few have survived. Your mission must be urgent. Dragonring muss er hier finden, um einen Diamanten zu kriegen. Eine volle Heilung. Das kann ich wirklich brauchen.
Speichern wir doch nochmal. Sicher ist sicher ist sicher.
Ja, aber... So, ich denke, das hat aber auch hier genug gezeigt für diesen Teil. Hier ist es halt das Rätsel, man muss halt diesen Yeti dazu bringen, diese Eisblöcke zu zerdeppern, damit man da halt durchkommt. Irgendwie nur stelle ich mich da jetzt gerade ein wenig dumm an. Deswegen, naja, muss man das. Die Kämpfe brauchen halt auch immer relativ lange und das muss ich hier jetzt ja nicht ewig hinziehen. Deswegen brechen wir, denke ich, hier mal für diesen Teil ab. Und naja, dann in der chronologischen Reihenfolge wäre dann der nächste Teil, das nächste Remake oder ja, Umsetzung der Geschichte auf ein anderes System, wäre dann das Lunar Legend auf dem DS. Das ist auch mal eine ganz interessante Umsetzung. Hat natürlich seinen ganz eigenen... nein, nicht auf dem DS. Entschuldigung, auf dem GBA. Ist ein Spiel für den GBA. Und ja, das hat so ganz besonderen Eigenarten. Aber da kommen wir ja dann gleich im nächsten Teil dieses kleinen Überblicks über die Umsetzungen drauf. Naja, dann bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zum dritten Teil, beziehungsweise zum dritten Spiel, sozusagen beim der dritten Version der Luna-Geschichte. Jetzt halt mit einem in Textform und Bildern auserzählten Vorgeschichte auf dem Game Boy Advance Lunar Legend. Leider eine Version ohne Videosequenzen und auch ohne Voice-Over. Das ist halt der Cartridge und sowas und dem Speicherplatz auf dem GBA wohl geschuldet, aber naja, schade ist es halt auf jeden Fall. Naja, aber das Spiel ist halt trotzdem nicht schlecht. Auch wenn es halt, wie gesagt, für meinen Geschmack und die Videosequenzen und die Vertonung halt sehr fehlt. Aber immerhin war halt das erste Spiel, was man halt auch mobil, die erste Luna-Version, die man halt mobil mitnehmen konnte, was natürlich auch nicht zu verachten war. Ja. Halt. Drücken wir doch schon mal Start und starten ein neues Spiel. Falsche Taste. Thank you.
Wenn man mit den Tasten nicht aufpasst, überspringt da schon mal die ganze Geschichte, dass das gerade eben leider passiert. Aber wie gesagt, das ist halt nichts, was wir nicht schon aus den anderen Teilen kennen würden. Hier haben wir an sich die erste größere Abweichung zu den Stories bisher. Ich meine, sind alle immer ein bisschen anders. Aber hier ist an sich so die erste Mal, dass eine richtig große Abweichung am Anfang ist. Magier aus der Magierakademie Dorf gekommen und will jetzt, dass sich alle bei der Statue der Gottes Athena versammeln. Dann schauen wir doch mal. Jeder ist schon da, außer Mia und Luna. Es ist ja schlimm, schlimm. Beeilen wir uns doch mal. Hier finden. Wahrscheinlich wieder. Gefunden.
Vermutlich da, wo der große Pfeil hin zeigt. Yay! Eine Karte. Machen wir uns doch mal auf den Weg. Weird Woods. Rein mit uns. Hier sind die Gegner leider wieder unsichtbar. Aber... schauen wir doch mal, was er für tolle Magie kann. Falsche Richtung. Ja, zum Glück kennen wir uns so gut hier aus. Thank you.
Das war doch einfach. Einmal ein Level Up für alle. Hurra! Weglaufen funktioniert hier besser als auf der PlayStation. Ist ja schon mal was. Kiste. Dann kämpfen wir halt, wenn ihr unbedingt kämpfen wollt. Thank you.
Gerade eben schon. Wenn wir zufällig hier reinkommen, dann speichere ich halt. Eindeutig zu viele Tasten. Thank you.
Ah. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Trigger happy. Aufpassen mit dem Mikrofon. Thank you.
Ja, schön, dass wir eine Karte haben, wenn wir die nicht aufrufen können. Naja, aber jetzt sind wir auch schon wieder eine halbe Stunde in diesem Spiel und wie gesagt, was jetzt nicht ganz in die Ice Cave geschafft, aber ich denke, dieser kleine Einblick hat auch schon mal ganz gut ausgereicht, um zu zeigen, wie halt diese Version des Spiels aussieht. Wie gesagt, hier hat man jetzt schon direkt einen Charakter mehr am Anfang. In den anderen Spielen taucht dieser halt erst etwas später auf. Auch nicht zu viel später, aber ja. Naja, dann kommen wir jetzt eigentlich zum letzten der vier Versionen. Und das ist halt die neueste Version. Das ist die PSP. Das Luna Silver Star Harmony. Und ja, das ist halt auch nicht schlecht. Es hat leider eine neue Synchronisation bekommen für die Videos und einige Sachen. Aber ja, macht sich halt trotzdem nicht schlecht. Aber das sehen wir ja dann gleich im vierten Teil dieses kleinen Videoüberblicks über die ganzen Versionen von Luna Silver Star. Na dann, bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zum vierten Teil, zur vierten Version der Luna-Geschichte. Jetzt diesmal für die PSP. Und ja, ich würde sagen, für Leute, die Spiele noch nicht kennen und diese kennenlernen wollen, ist halt die PSP-Version eindeutig die beste, weil sie hat die kompletten Erweiterungen die PlayStation-Version hat. Zusätzlich hat sie halt die deutlich bessere Grafik, die Videosequenzen. Sie hat auch wieder die ganzen Videos, die auch die PlayStation hat. Natürlich in deutlich besserer Qualität, weil die Zeit ist natürlich vorangeschritten und die ganzen Videokompressionsverfahren und sowas sind natürlich deutlich besser geworden in der Zeit. Ja, also deswegen die PSP-Version würde ich empfehlen, vor allem wenn man natürlich die Möglichkeit hat, die auch tatsächlich auf der PSP zu spielen. Das hilft natürlich sehr. Zu dem Video kommen wir gleich. Erstmal rede ich hier noch. Hilft natürlich sehr, dass natürlich auf einem kleineren Bildschirm und sowas, dann profitiert natürlich die ganze Sache auch noch sehr von. Also wie gesagt, für mich ist halt nicht so schön, weil sie hat gegen den neuen Übersetzung, die es bekommen hat. Einige der Stimmen sind da deutlich anders, vor allem von Nell, dem kleinen Drachen. Die ist jetzt nicht mal so süß, piepsig, sondern eher halt, eine normalere Stimme, irgendwie von einem. Ja, aber wie gesagt,
Gefällt mir nicht. Aber so, jetzt kommen wir dann mal tatsächlich zu dem Vorspann. Wieder neues Spiel und legen wir doch mal los. Goddess Alphina, for far too long, you alone have stood as the master of this world. It is at this time indeed that the world awaits a new god, and I shall be that god, and rule this world. Eiffel, you mustn't cast your humanity aside. For it is the bonds of the human heart alone which are this world's... Alphina, ruler of the Silver Star. Those are the empty words of one who holds absolute power within their grasp. You fail to understand the depth of human greed. It may be so. Yet it is this which I do understand. The strength which comes from the hearts of those who do believe. And I, for one, believe in that potential. Ha! Is that so? And then what? What has this belief brought you? As of this moment, you are my prisoner. And your precious Dragon Master is nowhere to be found. No human possesses the ability to approach this undersea fortress, the Leviathan. Your rule is over. You are wrong. This world shall not fail. It shall not. Then believe what you will, as you fade to nothing. In the flames of the Fenacheron! At last, the time has finally come. The time in which I shall become the god of this world. Oh, five princes of the Black Star, heeding our covenant, I offer unto you the power of Alphina. The entirety of her magic. I won't let you! Sorry to have kept you waiting, Eiffel. It's time to return the goddess. Dragon Master! I hope you haven't forgotten about us. Watch out! Please move!
Get your fat butt off me! How rude! My behind is hardly... I am appalled by the language you're using. I shall report this to your wife, Larina. Please, I beg you, anything but that. Lamia? Mel? How can this be? The both of you were most certainly dead. I'm not dead till I'm 6 feet under! No matter the means, it's impossible to reach this place, dead or alive. Don't forget who you're dealing with, Eiffel. Actually, this was Might's doing, so we do owe him a bit of a favor. A bit? I'm going to be the one picking up the pieces once this is said and done. How many times have I said think first, then act? Sorry about that. Dine, look out! Nice try. How long will you continue to stand in my way, Dragon Master? As long as you keep continuing to go down the wrong path. Except this shall be your last. Oh, five princes of the Black Star, revenge shall be ours. Fill your vessel with the power of a god. Let us grant this desire. Nay, let it be done. Nay, it shall be amusing in its own right. The destruction of men at the hands of one another is our sole desire. Take up thine arms and fight, humans! Oh, absolutely magnificent. So this is the power of a god. Can't be! This power is... Without a doubt, it's Althena's power. What the hell? I am uncertain, but perhaps this is the... This time, I shall put an end to you, once and for all. Thank you.
Juhu! This can't be! How can I be defeated? Without further ado, we're here to reclaim Althina. You! Such is the human vessel. Too fragile to harness the power of Althina. I concur. Yet notwithstanding the sufficient vessel for our own advent. Yea, let us make haste, for I desire a body wherewith to trample, destroy, and sow the seeds of terror. Now, I command you! Yield thine body, human! What is this? No! Stay back! Get away from me! Eiffel, no! So you've finally thrown away your humanity. You're a bigger fool than I thought. The five princes of the Black Star have descended using the power of Althina? Nothing to chance. This thing now possesses the power of a god. It's more formidable than anything we've ever encountered. You can't be a real man if you're afraid to take risks. Ha! That's just the kind of manly line I'd expect out of you at a time like this, Tyre. Real man, huh? For one who's nothing more than the petty servant of Althina, thou darest to defy a god dragon master. Foolish mortal, thou shalt feel our wrath! That's right. It's the song Althina sang as she journeyed beside us. Teaching us that the joy and sadness of our world and all its people's hopes and dreams are found within the melody. As she has ceaselessly watched over us with infinite compassion. Althina's true and undying love for this world and for all of her people. That is the meaning of this song. For as long as Althina believes in her people, we shall never suffer defeat. Now let us fight! Gladly! Yes! Indeed! Your pathetic nature is unrivaled. Now meet your eternal demise, humans! Ah!
Ein Gott besiegt. So macht man das. Athena! I'm glad that you're safe. We have come for you, Athena. Athena, as you know, I'm overjoyed to hear your lovely voice again. And I yours. Goddess Athena, the power maintaining this world's balance has begun to run out of control. It's only a matter of time till the Black Star collides with this world, destroying us all. All is not lost. But... Dine, I'm afraid there is one thing that Eiffel spoke of, which was indeed true. For too many ages have I... You need not say it. Dine, I will do what must be done. I shall proceed to the Goddess Tower in order to protect this world. Are you saying there's still a way to avert this crisis? Yes. Then we shall provide your escort. Hurry, Athena. Thane can't hold off the Black Star alone. Let us make haste. For I shall prophesy unto you, just as I now sit in ruin, so shall be your fate. Fool.
how long it's been since the dream of adventure came to fill my mind. Adventure and Dragon Master Dine, who fought so valiantly to protect the goddess Althina. I wonder if Dine stood here before setting off on his own adventures. One day, I too hope to heed the call of the wind, beckoning me to the lands beyond, to where my own adventures await. Alex! Alex! Are you up here? Hey there, Nal. What do you mean, oh, hey there? What's wrong? Are you deaf or something? I've been calling around for you everywhere. I should have known you'd be up here. You found me, Nal. In honor of the great Dragon Master Dine. You've always looked up to Dine ever since you were just a little kid, haven't you, Alex? But I'm amazed that you never get tired of coming to stare at this thing. Oh, shoot. I just remembered that we have to meet Luna for practice, and if we show up late, you know what'll happen. She'll be mad. Hey, Alex, I thought you might be up here. You'll never guess what happened. Those heaping mounds of ice that were blocking the entrance to the White Dragon Cave have finally melted away. If we hurry, we can probably sneak in past the dragon. This could be our big chance. I bet we have a shot at getting one of those legendary dragon diamonds, like the ones we've been hearing about in the Tales of the Dragon Masters. Hier sieht man halt sehr deutlich die Zeit, die vergangen ist. Die Qualität der ganzen Grafik ist halt so unglaublich viel besser als alles davor. Und ich meine, ist natürlich auch zu erwarten. La 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 la.
Well, Alex, looks like you're late again, silly. Were you idling the morning away at Dine's Monument again? Or were you busy planning another escapade with Ramus? So, aber es ist schon wieder fast 35 Minuten durch. Ich denke, es ist eine ganz gute Stelle, hier dann auch mal Schluss zu machen. Kampf haben wir ja gerade eben schon in der sehr schön gemachten Vorgeschichte, dem großen Kampf des Dragon Master Dine, der Rettung von Athena, ja schon gesehen. Ja, also wird die... Die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr schön, auf ihre eigene Art und Weise. Und wie gesagt, die PSP-Version lohnt sich. Weil, wie gesagt, die kann ich eigentlich jedem nur mal ans Herz legen, der in die Welt von Luna einsteigen will. Und ja, ich denke dann, gesagt, hier machen wir dann auch Schluss. Es gibt zwar noch ein paar Spiele in der Welt von Athena, ja, von Luna. Es gibt noch das Luna Eternal Blue, was aber eine richtige Fortsetzung ist, die damals auch für die PlayStation rausgekommen ist, von der es, soweit ich weiß, keinerlei weiteren Umsetzungen gibt. Und es gibt auch noch ein Magical School Luna Spiel, das ich persönlich gar nicht kenne. Aber auch ich noch nur Gutes von gehört. Ja, aber wie gesagt, zu denen mache ich dann vielleicht irgendwann anderes Mal ein Video. Und aber wie gesagt, ich denke, das war jetzt ja auch wieder alles lang genug hier. Und damit gebe ich dann zurück, naja, in die angeschlossenen Funkhäuser oder so. Na dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder auch einen schönen Morgen, wann auch immer das hier ausgestrahlt wird. Und wie gesagt, dann war es das soweit von mir. Ich bedanke mich für eure Geduld, war ja auch lang genug und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und viel Spaß noch mit dem ganzen restlichen Zeug, was noch kommt.